Ich möchte euch beibringen, wie man mit Trekkingstöcken ein Bodybag aufbaut. Das ist eine Tarp-Shelter-Aufbauvariante. Diese Aufbauvariante könnte im Extremstfall sogar Leben retten, da dies guten Schutz vor eisiger Kälte bietet. Als ersten Schritt schmeißt man den Tarp auf den Boden. Danach breitet man den Tarp aus. Jetzt nimmt man einen Trekkingstock und spannt die Mitte ab. Und zwar genau diese Mitte hier. Und dieser Trekkingstock, der bleibt so klein. Weil das ist ein richtig kleiner Tarp-Aufbauvariante. Jetzt spannt man das mit einem Hering ab. Also dieser Hering, der wird so richtig in den Boden reingerammt. Und genau dasselbe machen wir mit der anderen Seite auch. Ich habe den hier jetzt auch abgespannt, aber diese Seite ist mir gerade runtergefallen. Ich musste reparieren. Das ist voll scheiße. Jawohl, ich habe es repariert. Und jetzt nimmt man diese Seite hier und packt diese Ecke hier rein. Und wenn man das gemacht hat, dann spannt man diese Ecke hier auf dem Boden ab mit einem Hering. Und das machen wir mit der anderen Seite auch. Genau, wie so ein kleiner Mini-A-Frame, also so, dass man da unten einen Boden hat und so. Und das auch mal mit der gegenüberliegenden Seite auch. Und als letzten Schritt spannt man auch diese Mitte auseinander. Genau. Damit die Abspannung abgespannt wird. Und an der anderen Seite auch. Jawohl. Das Bodybag ist fertig. So sieht dieser Bodybag aus und ich werde mich da jetzt reinlegen. Ich bin in diesem Bodybag drin. Das ist voll klein und eng und so. Also für meinen Geschmack ein bisschen zu klein und zu eng und da passt auch wenig Gepäck rein. Aber ich denke, für die Winterzeit ist das richtig gut geeignet, weil mir wird jetzt schon warm. Damit man weniger friert, ist das perfekt. Wenn ihr zum Beispiel in den Alpen seid und dann Notfallbiwak macht und dann plötzlich ein Schneesturm kommt, dann kann man sich damit so ein bisschen verstecken und aufwärmen. So, ich kletter jetzt raus, weil mir wird warm hier drunter. Guck mal, wie sich dieser Tarp mit dem Wald vermischt. Und mir ist aufgefallen, dass weil diese Tarp-Aufbauvariante so klein ist, dass man von Weitem noch viel schlechter gesehen wird, als wie bei anderen Aufbauvarianten. Das ist ein Vorteil. Wenn ihr noch weitere Tarp-Aufbauvarianten kennt, die ich noch nicht drangenommen habe, dann schreibt es mir unten in die Kommentare, weil mein Gehirn ist ein Glitch. In diesem Video zeige ich euch eine Tarp-Schnellaufbauvariante, wie ihr in einer Minute einen Regen- und sturmgeschützten Shelter aufbauen könnt. Diese Aufbauvariante kann ich empfehlen.